Yo, moin moin Leute, der Eskas wieder da mit einer weiteren Folge Wheel of Champions. Heute der gute Androxus, der Godslayer, am Start, einer der ja wahrscheinlich besten Flanks, wenn man ihn denn perfekt beherrscht. Ansonsten ja nicht ganz so stark, also sind wirklich ja macht ist ein Champ, der viel Spaß macht, aber wenn man ihn so richtig kann, noch deutlich mehr Spaß macht. 2100 HP, stark ist der gute Kollege, einige geile Skins am Start. Huntsman, der aktuellste, der Steam Demon, auch kein schlechter. Exalted, super schick, wie ich finde. Und der Imperator, auch ganz geil. Wer die Ehre hat, einen Xbox One oder einen PS4-Account zu haben von IRS, kriegt natürlich gegebenenfalls noch Stage X oder die X-Skin in grün oder bleu. Komme ich leider nicht dran. Aber naja, wir spielen im Huntsman. Genug Waffen hat der Kollege auch. Shattermaw, einer von zwei legendären Waffen im Spiel überhaupt. Nur hat Androxus eine bekommen. Spiele aber, wenn, komplett mit dem Huntsman. Den Depp hat er natürlich bekommen. Einer der wahrscheinlich coolsten Emotes für viele von euch. Muss man auch mal sagen. Den hat der Kollege auch am Start. Ein paar Loadouts haben wir am Start. Eins habe ich mir sogar mal von einem Pro organisiert, dass ich in letzter Zeit auch viel spiele, weil es mir extrem gefällt. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ein, zwei Karten, die ja drin sind. Was gibt es zu sagen zum Champ an sich? Linke Maustaste, schöner Revolver mit gutem Damage. Rechte Maustaste, ein netter Schlag ins Gesicht. F, unser Dash kennt man. EQ, unser Reversal, absorbiert alles, was von vorne kommt und schmeißt nach 1,4 Sekunden 75% des absorbierten Schadens zurück. Und unsere Ult, unser Accursed Arm. Ja, modifizierter Revolver, vier Kugeln mit schönem Area Damage, 1000 Damage im Inneren mit Damage Falloff. Hat jeder schon mal abbekommen, hat jeder schon mal wahrscheinlich gemacht. Sehr nicer Champ auf jeden Fall. Zu den Talenten, ja, was spielt man? Also, man spielt wahrscheinlich alles außer Defiant Fist, würde ich sagen. Hetzel Roll einfach aktuell die mit am Abstand. Stärkste Talentkarte. Headshots machen 50% mehr Schaden. Also bei 520 normalen Damage machen wir dann 1040 Schaden, wenn wir in der richtigen Reichweite sind. Haben zusätzlich noch zwei Kugeln mehr im Magazin. Also anstatt sechs Kugeln haben wir acht Kugeln am Start. Das ist auch richtig nice. Dann haben wir den Darkstalker. 20% mehr Schaden an Gegnern unter 40%. Ja, was sind 20%? Das sind im Idealfall 104 Schaden mehr, also 624 Schaden anstatt 520, aber dann auch nur bei Gegnern unter 40 HP. Finde ich jetzt nicht ganz so stark. Natürlich kann man dann auch nochmal einen Headshot machen. Der wird dann um die 624 mal 1,5 sind 312 drauf, sind 936 müssten es sein. Also auch nicht so krass wie bei Hetzel Roll. Und das dann auch wieder nur bei Gegnern unter 40%, finde ich jetzt echt nicht so stark. Defiant Fist ist jetzt auch nicht so interessant, wenn wir ja, Hits mit unserem normalen Revolver treffen, macht der nächste ja, Defiance, der nächste Schlag mit der Faust 10% mehr Schaden. Das ist bis 10 mal stackbar. Nullt sich aber wieder bei dem Tod. Also wenn man Gegner 10 mal oder allgemein Gegner 10 mal trifft, macht die Faust dann anstatt 700 1400 Schaden. Kommen wir auch gerade so ein bisschen über die Headshot Damage, über den Headshot Damage bei Hetzel Roll, was ja 1040 sind. Gut, 1400 natürlich schon mal deutlich mehr, aber erstmal 10 mal treffen und dann einmal mit der Faust noch treffen. Boah. Gut, man kann es natürlich zwischendurch immer wieder entladen. Sagen wir mal, nach 5 Hits machen wir 50% mehr Schaden, dann sind es 1050 Schaden anstatt 700. Ja, finde ich trotzdem insgesamt nicht so stark. Und Godslayer, das letzte Talent, das Reversal, feiert auf jeden Fall was zurück. Selbst wenn kein Damage vom Gegner reinkommt, mindestens 800 Schaden. Das ist nicht schlecht. Wenn man überlegt, wie viel man ansonsten fressen muss, um 800 Schaden zurückzuschmeißen. Das sind so knapp 1100 Schaden, die man absorbieren muss, um auf 800 zu kommen. Und es geht ja dann on top. Also wenn ihr Godslayer Talent spielt und 1000, ungefähr 1100 Schaden ins Reversal gehen, dann gehen nicht 800 rüber, wie es normal wäre, oder weil es wieder von 0 anfängt zu rechnen. Dann kommt ungefähr 1600 Schaden auf den Gegner geflogen, weil die 800 haben wir fix plus das, was das Reversal sowieso auflädt. Also da kann man wahrscheinlich schon den einen oder anderen guten Kill landen. Gerade gegen eine Ruckus Ult ist es sehr nice, wenn Ruckus seine Ult zieht, Nether Step nach vorne vor sein Gesicht. Q anschmeißen, aber selbst dann ohne Godslayer macht man auch genug Schaden. Und ja, das sind so die vier Talente. Also ich empfehle, ich würde sagen, priorisierend Hetzel Roll, danach Godslayer und dann streiten sich die Geister wahrscheinlich, ob Starkstalker oder Defiant Fist besser ist. Ich finde beide nicht gut. Von daher probiert's mit Hetzel Roll.
wenn ihr damit nicht klarkommt, wenn ihr kaum Headshots macht oder euer Deck so spielt, dass ihr diese zwei extra Munitionskugeln nicht braucht, sondern eher auf das Reversal abfahrt, dann Godslayer, aber meiner Meinung nach Hetzel Roll etwas besser. Kommen wir zu den Decks, die ich spiele. Das spiele ich aktuell nicht, dafür spiele ich das vom Main Danny, obwohl fast die gleichen Karten drin sind, außer hier die Karte auf der vierten Position, die sind geswitcht. Gucken wir uns aber erstmal Power of the Abyss an. Das sind eigentlich beides Decks, die sowohl mit Reversal als auch mit Darkstalker, mit Hetzel Roll, nicht mit Darkstalker funktionieren, mit Hetzel Roll und mit Godslayer. Wobei Godslayer, da sollte man vielleicht ein etwas eigenständigeres Deck bauen. Hier auf jeden Fall haben wir Abyss Walker auf 4 drin, 160 HP pro Dash. Wir haben ja maximal 3 Stück, bevor der Cooldown anfängt. Also können wir uns hier um 408 HP heilen, wenn kein Cold Rise Effekt auf uns ist. Bei jedem erfolgreichen Waffenhit reduziert sich der Cooldown von Reversal um 1 Sekunde. Das ist ganz nice, weil mit 14 Sekunden doch ein etwas längerer Cooldown kann man so ein bisschen entgegenwirken. Through the Warp, die Reichweite von unserem Step wird um 30% erhöht. Dann Sleight of Hand. Der Nether Step gibt uns 2 Munition beim ersten Dash. Wenn man kann es so timen, dass der dritte Dash auch nochmal Munition gibt, weil die Karte kann nur alle 5 Sekunden triggern. Und noch Power of the Abyss auf 4. Wenn wir einen Gegner erfolgreich mit unserem Reversal treffen, reduziert sich der aktive Cooldown von Nether Step um 80%. Ist dann in der Regel auf 0. Man kann es natürlich auch um 100% machen, aber 80%, was hat es? 10 Sekunden, also 8 Sekunden Cooldown Reduction habt ihr dann safe und dann die 2 Sekunden, ja, entweder habt ihr noch nicht gesteppt, um das Reversal zu benutzen, aber das Reversal lädt ja auch nochmal 1,4 Sekunden auf. Von daher ist man so nahezu bei Instant wieder da, es sei denn, man ist halt noch im ersten Step, aber oh, so weit zurück wollte ich nicht. Wir wollen zurück. Androxis. So sieht es aus. Das auf jeden Fall das erste Deck. Das lassen wir jetzt mal aus. Könnt ihr gerne über Importieren euch ja auch mal anschauen. Über Name könnt ihr einfach meine Decks euch angucken. Ja, sind die drei. Und das zweite Deck, was wir uns angucken, ist vom Main Prince Danny oder Danny TV. Kennt man ihn eher. Ja, die Karten kennen wir ja alle. Power of the Abyss, Through the Warp, Slate of Hand und Abyss Walker. Aber er spielt es mit Elusive auf 5. Das ist 50% Movement Speed nach für 3 Sekunden vor allem, was ist richtig lange eigentlich, nach jedem Nether Step. Und ja, das ist einfach ein Movement Speed Buff, wo viele nicht drauf klarkommen. Allein schon durch Through the Warp haben manche vielleicht die voraimen oder gucken, wo dasht ihr hin. Erstmal habt ihr ja den 360 Grad Dash. Das ist nicht wie ein Lian Dash, links, rechts, vorne, hinten, zurück, sondern ihr habt ja, wie gesagt, ein 360-Grad-Dash könnt ihr ja schräg nach oben im 30-Grad-Winkel oder so. Von daher ist es sowieso schon schwer zu erahnen, wo ihr hindasht. Und dann je nachdem, welches Kartenlevel man von Through the Warp mit hat, sind die auch unterschiedlich lang. Und dann durch Elusive bekommt ihr halt diesen extremen Movement-Speed-Buff nochmal, wenn ihr auf dem Boden seid oder wieder auf dem Boden seid, je nachdem, wo ihr halt hindasht. Damit kann man schon eine Menge Verwirrung stiften, habe ich jetzt schon ein, zwei Mal probiert und gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Welches wir jetzt gleich spielen werden, müssen wir mal gucken. Apropos, wir könnten noch hier, kann ich euch zeigen, also wenn man Reversal Deck spielt, wenn man Godslayer Talent spielen möchte, spielt man eigentlich auf jeden Fall alle 4 Karten hiervon. Verbindung mit wahrscheinlich Thieging Rage noch, also die 5 Karten werden drin sein. Thieging, Hatred, Power of the Abyss, Equivalent Exchange, Disrupt und Buying Time. Ja, Equivalent Exchange kann man gegebenenfalls raushauen oder rauslassen für Abyss Walker oder Sleight of Hand. Ist aber halt alles Prioritätssache, aber ich spiele in letzter Zeit nicht mehr mit dem Godslayer Talent, von daher auch aktuell kein Deck dafür, aber im Worst Case funktioniert Power of the Abyss auch. Immerhin ist Thieging Hatred drin, was ja bei jedem Hit schon mal zumindest den Cooldown davon reduziert. Wenn man sich die anderen Karten anguckt, ja, Cooldown Reduction vom Nether Step ist jetzt gar nicht mal so wichtig für das Reversal. Hier heilen wir uns für den absorbierten Schaden. Hier allgemeiner Cooldown Reduction und hier generieren wir Ammo, also Munition. Also eigentlich ist nur Equivalent Exchange noch halbwegs interessant neben Thieving Hatred als Karten für ein Godslayer Deck. Wahrscheinlich die Karten dann einfach nur relativ weit oben, die wahrscheinlich auf 5, die gegebenenfalls auf 3, dann Abyss Walker, Disrupt vielleicht noch und ja, wahrscheinlich Power of the Abyss natürlich noch. Und dann wird's man wahrscheinlich so ungefähr spielen.
Kann ich ja mal so drin lassen. Ich lasse es einfach mal so. Wer sich das gerne mal angucken möchte, kann sich das gerne mal rausnehmen. Aber ich spiele auf jeden Fall entweder mit Power of the Abyss Clash oder Main Danny. Und auf jeden Fall mit Heads Will Roll. Aber wir quatschen schon wieder viel zu viel rum. Wir gehen jetzt hier in ein schnelles Match und gucken mal, auf welche Map und welchen Modus wir geworfen werden. Ein Match wurde gefunden. Magistrates Archive, unsere Map im Modus Onslaught. And Roxy ist natürlich hier der Kollege, mit dem wir spielen würden. Heads Will Roll nehmen wir und wir nehmen das Main Danny Deck hier mal. Sind ihr ein ziemlich motiviertes Team mit zwei Flankern, drei Damage-Stealern? Na, wobei, nee, der Pip hat nochmal umgewechselt, sehe ich gerade. Es war vorher eine Willow. Ja, also doch, einen Supporter haben wir, aber wahrscheinlich auf Damage. Ja, also haben wir zweieinhalb Flanker und zweieinhalb Damage-Dealer. Bei den Gegnern ein Frontliner in Form von Barrick, ein Flank-Damage-Pip, ein Damage-BK, ein Flank-Buck und ein Flank-Sinn. Also auch nicht das meiste an Heal, was da für den guten Barrick reinkommen wird. Und dann gucken wir mal, ob wir mit dem Movement-Speed-Buff, was wir ja bekommen nach den Steps, die Gegner hier in irgendeiner Form verwirren können. Wir gehen auf jeden Fall hier erstmal hier unten lang. Wer kommt da mit uns? Kommt jemand mit uns? Jo, moin! Ja, moin! Da standen sie schon. Wo ist denn jetzt der BK hin? Da ist der BK hin. Ja, moin! Hallo, Sinn! Ah, bei so vielen Flanks, da ist abhauen natürlich immer so semi-optimal, weil man gegebenenfalls natürlich immer in den Gegner rein dasht. Was natürlich jetzt hier passiert ist, am Anfang hatten wir schon ein bisschen Pech, weil die gestunt. Oh, da war ein Headshot bei. Da war gar nichts bei. Hat der Pip aber gar nicht mitbekommen. Den hauen wir da um. Dachte ich zumindest kurz. Oh, ernsthaft. Ah, immerhin nochmal den Double Headshot gedrückt. Eieiei. Nehmen wir nochmal einen Nimble mit für noch mehr Movement Speed. Vor allem nach dem Dash. Mal gucken, ob wir in irgendeiner Form mal hier den Punkt halten können oder einnehmen können vor allem. Dafür muss aber der Barrick sterben, wollte ich sagen. Aber damit der Barrick stirbt, dürfen wir hier nicht erstmal an ihm sterben. Ja, haben wir den Barrick schon mal gekillt, sehr nice. Hätten vielleicht schon mal hier ein Heal-Item mitnehmen können. Eieiei, oh, danke für den Heal-Pip. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Ei. Der BK. Ja, wir müssen hier mal den High-Ground kriegen. Au. Ja, dreimal daneben. Starke Leistung. So, Tank down, schon mal wichtig. Da ist der Sinn, da ist der BK. Triple Kill. Dabben wir mal eine Runde, weil wir es können. Oh, das ist unser Dandy. Ah, da ist ein BK am Schweben. Was schwebt er denn da rum? Ist der nicht mehr vorhanden? Gegen Buck ist es auch gewagt, ein One-on-One zu suchen, gerade wenn man sein Reversal nicht trifft und dann den Dash nicht ready hat, weil man zu ihm hingedasht ist. Nicht so clever.
Muti, da an der Stelle mal ganz. Oh, Pip mit dem sehr schönen Doubler. Die waren ja perfekt aufgereiht. Oh, bleib in der Ecke hängen. 50% Movement Speed ist nice. Oh, Gegner, das war der Gegner, Pip. Oh, fuck. Oh, das ist ja ein Tinkerin Barrick. Er macht natürlich viel Schaden an mir. 550 oder wie viel sind es? Ja, 560 inzwischen. Sehr schön, Cassie. Ich glaube, Sinn und Bomb King sind Bots. Kann das sein? Kann das sein? Wow. Und ich spiel's aber auch schlecht. Lecco mio. Da sieht man wieder meine Prediction, dass die Flanks in Form von Andy und Eevee nicht so meine sind. Ich habe das Recovery gehört. Wir waren beide One-Shot. Aber er hat ja die Fähigkeit, sich zu heilen. Die muss ich mehr berücksichtigen. Habe es vergessen. Nein, ich, doch. Habe es vergessen. Trifft es da ganz. Ja, schöne Ult. Eieiei. Ah, ich und mein Pro-Aim, das ist unglaublich. 8-mal daneben geschossen, glaube ich. Plus das Reversal nicht getroffen. Wo er, glaube ich, einmal reingeschossen hat sogar. Egal, nochmal eine Ult. Die nehmen wir dankend mit. Noch einmal den Accursed Arm. Wo sind denn alle? Ach, alle down. Oh. Da ist der Bug. Kriegen wir ihn diesmal im 1-on-1? Nö. Weil er wegspringt. Hm. Kriegen ihn trotzdem. Die Ult hat sich gelohnt. Naja, vergessen wir das Gameplay. Hauptsache, es gab eins zum Androxus. Und dann sollte es auch reichen. Mr. Grisco Nummer 9 mit, ich denke mal, es war unser Pip. Mit dem Top-Play, gegnerischer Pip. Mal gucken. Ne, gegnerischer Pip. Mit dem Top-Play hat er schön den Bomb King und den Barrick geheilt. Dann nochmal den Bomb King, hat aber nicht gereicht. Dann knallt er da rein, macht einen Double-Kill. Sinn und Buck haben auch noch einen mitgenommen. Also 2 Kills, 2 Assists in... Ja, das waren es eins, nicht mal eine Sekunde, würde ich sagen, waren es. Plus die 2 Heals am Anfang. Das war doch nicht schlecht. Mehr Flank-Kills am meisten. Ne, haben wir, denke ich, nicht. Denke mal, der Bug wird da stehen. Ne, Sinn steht da. Welcher Sinn ist es? Unser? Unser Sinn. Und unser Drogos stehen oben. Ja, beim Best Frontline konnte keiner von uns stehen. Und der gegnerische Pip hat auch mehr gehealt als unserer. 26.000 Damage, müssen wir nicht drüber reden. Das war Arbeitsverweigerung von mir. 967, ja, und... Ich glaube halt, Sinn und Barry, Sinn und Bomb King waren halt wirklich nicht mehr da irgendwann. Aber am Anfang waren sie da, aber dann glaube ich nie mehr. 3-12-1 sieht jetzt nicht so geil aus. 15-2 vielleicht schon ein bisschen eher, aber naja. Ist in letzter Zeit irgendwie super oft, trotz Launch und neuem Patch 1.0b und Bugfixes ohne Ende, scheinen mir schon fast mehr Leute als vorher überhaupt zu crashen. Aber naja, kann man leider nichts machen. Ein Gameplay haben wir hinbekommen. Habe demonstrativ gezeigt, dass es ein Champion ist, den ich nicht beherrsche, aber gerne beherrschen würde. Das auf jeden Fall. Androxus ist schon ein geiler Champ. Aber
leider nichts für mich. Wahrscheinlich das gleiche Problem wie mit Eevee, dass da einfach für die beiden Kollegen meine Maus-Sense bzw. meine DPI-Einstellungen nicht so ideal sind, um da gute Treffer zu landen, weil es sind halt langsame oder wenig Schüsse, die dann halt sitzen müssen im Vergleich, weiß ich nicht, ein Victor, eine Tyra, wobei spiele ich auch nicht so viel, aber im Vergleich da kann man doch mal den einen oder anderen Schuss sonst versieben. Da ist es nicht ganz so kritisch, wie wenn man hier 1040 bzw. 520 Damage in Sand setzt und das mit nur 8 Versuchen, hat man halt nur die Hälfte der Kugeln die Möglichkeit, einen Gegner zu killen. Ansonsten ist man halt wahrscheinlich selber tot, hat zwar noch den Dash und das Reversal, aber man hat es gesehen, das hilft auch nicht immer unbedingt weiter. Aber halb so wild. Ich hoffe, ich konnte euch den Champion Androxis trotzdem ein bisschen näher bringen. Hoffe, ihr könnt ihn alle besser als ich. Das würde mich freuen. Weil, ja, ich werde mit dem Kollegen nicht warm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt auch definitiv Schlimmeres als Eevee und Androxis und Terminus nicht spielen zu können. Und auch nicht irgendwie spielen zu wollen. Weil es halt nicht so mein Spielstil ist. Wobei ich sie alle natürlich gerne können würde. Aber das ist ein anderes Thema. Von daher hoffe ich, hat die Folge euch trotzdem gefallen. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, der Eskas ist draußen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.